Genau, und hier rechts. Stirb, stirb. Da, au. Da, rechts halt. Müssen wir weiter. Ich glaube, nach diesem Leben sollte ich aufhören zu spielen. Bin doch langsam leicht angefressen, was meine eigenen Fehler angeht und Unaufmerksamkeit. Das ist keine gute Grundlage für dieses Spiel, wo man ja eigentlich sehr ruhig sein sollte, um halt möglichst wenig Fehler zu begehen. Oh, so. Die Sackgasse. Das heißt, der Boss muss hier unten sein. Oder im anderen Raum. Wir brauchen die ganzen Gerümpel hier gar nicht. Okay. Du bist tot. Du bist tot. Ganz ruhig. Ganz. Du Elender. So. Und ja, ich nehme jetzt langsam persönlich von den Gegnern. So. Und da ist der Bossraum. Jetzt, wo wir weniger Lebenspunkte haben. Okay, wir müssen hier noch die Teleporter haben zu den anderen Räumen. Und da können wir uns aufladen. Also hier zum Beispiel. Genau. So, Lebenspunkte fast voll. Nochmal, wir würden gerne dahin. Nee, hier waren wir schon. Nö, dann muss das reichen. Aber wir sind ja auch fast voll. Okay. Also einfach nur draufprügeln auf den Schädel selber. Denn wir machen sehr viel Schaden und er hat nicht viel, was er aushält. Hallo Alexander. So. Oh, wir können die kleinen One-Hitten für Lebenspunkte. Sehr schön. Oh. Und kaputt. So. Garstiges Ding. Ah, Kiste. AP, Stärke, Mana, Schaden. Auftrag erfüllt. Ein Boss ist tot. So, das gleiche machen wir jetzt quasi nochmal. Wir müssen gar nicht hier lang. Wir müssen zurück. Und gucken jetzt in der Hölle weiter. Dass wir da den Boss gefunden haben. Ja, das war gut. Versuchen wir entweder selber umzubringen oder mit dem nächsten Leben. Ah, ja. Das da oben ignorieren wir erstmal. Oh Gott. Nein, kein One-Hit-Schädel mehr. Ja. Komm schon, zeig mir die Hölle. Ich will keine Truhen. Truhen sind mir egal. Oh. Sehr eng da unten. Und zu viel Feuer. Nee, nee, das kann ruhig da bleiben. Wir sind hier irgendwie falsch, oder? Au. So. Nö, sind wir gar nicht. Hier ist der Boss. Okay. Kommst mit, kommst mit. Kommst mit, kommst mit. So. Schleim. Schleim einmal spalten. Zauberer umbringen. Kleineren Schleim spalten. Zauberer umbringen und so weiter.
So, da ist ein Zauber. Oh, und ich laufe genau rein. Ganz ruhig, ist alles okay. So. So, schön wegfliegen. Au. Au. Nee, mit dem Hokage wird das hier nichts. Der hat zu wenig Lebenspunkte. Das war gerade eine kleine Panikreaktion. Aber das klappt sogar ganz schön gut. Also einfach wie wild drauf prügeln. Oh. Ich habe so hier auch Lebenspunkte zurückbekommen. Wo machen wir das? Hier. Weg, 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 weg. Au. 20 Lebenspunkte, das ist nicht gut. So. Wow. Warum ist das Ding da durchgehend ausgefahren? So, ein Treffer können wir wieder aushalten. Wow. Weg, okay. Ein Treffer, ein Treffer, ein Treffer. Kein Stress. Wow. Sind nicht mehr viele Schleime. Sind echt nicht mehr viele Schleime. Nein! Yeah. Oh ja, machbar. Machbar, 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 machbar. Lich King, Paladin. Paladin klingt, glaube ich, richtig gut. Aber er ist ein Zwerg. Und er hat die Stacheldinger. Oh, ich habe eine sehr schöne Idee. Wir erhöhen mal Mana. Yeah. Und Crit-Schaden. So, kleiner Zwerg. Machen wir das da an. Jo. Ziegen. Und dann gehen wir jetzt zu dem Schleim. Und spammen einmal 10 von diesen 4er-Packs an Stacheln. Und warten ab. Also nein, wir sollten nicht alles auf einmal machen, aber so in dem Dreh habe ich mir das gedacht. So, also rein da. Blub, 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 blub. Okay, nicht am Anfang. Am Anfang haben wir nur ein Ziel. Sobald wir ein paar mehr Ziele haben. Spring. Drei Schläge für einen Zauberer. Das ist nicht schön. Komm, wo ist die Schleime? Da ist ein großer. So. Sehr schön. Mach kaputt, mach kaputt. Leidet. Spült den Paladin-Zorn, genau. War jetzt nicht ganz so toll, wie ich dachte. Aber wir kriegen ja auch Mana wieder, wenn wir Sachen töten. Deswegen prügel ich mich einfach jetzt durch. Krieg Schaden, ist mir egal. So. So, ganz viele kleine Schleime. Hops. Oh. Dass wir selbst die kleinen Schleime nicht one-hitten können, ist doch ein wenig nervig. Oh.
Hops. Hops und fertig. Ah, also. Schade um das ganze Gold, das wir nicht bekommen durch die Bosse. Aber so ist das für mich irgendwie befriedigender. So. Endgegner. Das wird eine sehr, sehr zähe Nuss. Und da brauchen wir jetzt auch das Leben hier nicht für. Also sollten wir das Leben beenden. Wir schon Gold noch einsammeln, obwohl das Gold nicht viel bringt. Und einfach sterben. Leichter gesagt als getan. Komm. Und hopp. So. Alucard, der Zweite, von einem Turm erlegt und du hast nur den Boss gekillt. Das ist vollkommen okay. So, wir haben einen Spelunker, eine Spelunkette und einen Paladin. Einen Riesen-Paladin. Brauchen wir für den Gegner gar nicht. Im Gegenteil, ein Zwerg wäre besser. Flexibel? Nee. Also Paladin ist schon okay. Und die Größe macht nicht wirklich so viel Negatives. Also von wegen Trefferzone. Mm-mm. So, wir müssen aber wieder die Runen umstellen. Und zwar müssen wir die umstellen auf Retaliation. Ja, doch, Retaliation. Retaliation. Retaliation können wir uns nicht mehr leisten. Okay, dann fliegen. 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 So. Und hier den Umhang umändern zu nicht mehr fliegen, sondern Crit-Schaden, Air-Jump, 50% mehr Retaliation. Ich glaube, ich probiere das echt mal aus. So. X. Wir haben Retribution Cape, Retaliation, 150% des Schadens wird zurückgeworfen. Das klingt okay. Und wir müssten Start. Können auch eine Weile fliegen. Das müsste für die meisten der Sprüche von der Fountain reichen. Gut, 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 gut. Gucken wir mal. Ich habe keinen Dash, fällt mir gerade auf, aber das passt schon. Ja. So, Tür auf. Genau. Tutorial zum dritten Mal spielen. Oh, oder auch nicht. Und Johannes. So, komm her. Hm. Oh. Oh. Ah, 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 ah. So. Na, komm. Wir werden ganz schön selten getroffen, da bringen die Runen fast gar nichts. So. Jede Menge Essen auf dem Boden, das brauchen wir gar nicht. Und ich habe den Verdacht, die Fountain wird nicht wirklich viel stärker sein. Was ich echt ein wenig komisch finde. Also nur die Level sind schwieriger und die Endgegner einen kleinen Ticken, aber nicht so wirklich viel. Hm, auch mal gucken. Nicht so viel rumtheoretisieren. Mach erstmal eine Weile töten. Oh. Kaputt. Oh. Das ignoriere ich jetzt einfach mal. Na komm her. Ich will dich doch nur töten. Komm, komm, komm. Und kaputt.
doch wesentlich entspannter als beim ersten Mal. Du hast mich besiegt, aber zu welchem Preis? Ja, nichts Neues bisher. Die Schuld liegt nicht bei mir, die Sonne ist so schön. Tascha, die Zweite, hat ihn umgebracht. Zing. Gold. Auch nicht so viel, aber okay. Flieg den Siegesflug. Und jetzt raus hier. So. Damit hätten wir auch New Game Plus durchgemacht. Mal gucken, ob jetzt ein New Game Plus Plus kommt. Ich denke schon. Weil ich fand das recht komisch. Also am Anfang war es tierisch hart, weil halt alle Gegner so waren wie in der Hölle. Oder in den höheren Gebieten halt. Aber die Endgegner selber, die schienen nur einen Ticken stärker zu sein. Er hier zum Beispiel. Haben wir jetzt schon zweimal umgebracht. Mehr geht auch nicht wirklich bisher. Also ja, das war ein bisschen irritierend. Und sonst nicht wirklich viel. Ich glaube, wir haben, wenn man das so sieht, weniger Leben gebraucht im New Game Plus, um durchzukommen, als im normalen Spiel. Das finde ich auch ein wenig komisch, aber hey, was soll's. Und wenn es jetzt im New Game Plus Plus weitergeht, dann kommen wahrscheinlich nur noch die letzten Gegner. Also warte mal, scroll mal kurz weiter. Komm schon, scroll weiter. Genau, also würden jetzt nur noch Ranger kommen, nee, Sniper und Wrath. Wrath haben wir noch gar nicht gesehen zum Beispiel. Dich haben wir umgebracht, jo. Die Corrupt Lords haben wir schon gesehen, aber auch erst viermal in beiden Playthroughs zusammen. Das ist schon wenig. Genau, Guardbox 2000 auch erst zweimal und Plonky einmal. Flowermon, das Pokémon haben wir auch gesehen. Die beiden auch, auch wenn wir denen immer ausgewichen sind, weil ich die echt nicht mag. Also allgemein die Pflanzen nicht. Infernite. Den haben wir schon öfters gesehen. Aber ja, ich denke mal, gleich wird überall die höchste Stufe an Gegnern zu jeder Zeit sein. Und danach kann man das ewig oft durchspielen? Irgendwann wird man doch von allem gewonnen-hittet, oder? Oh, nee, ich wollte nicht abbrechen. Nein. Ah, okay. Aber das kennen wir ja schon. Das würde ich jetzt gerne abbrechen. Darf ich aber nicht. Na gut. Dann erkläre ich hiermit die zweite Staffel von Rogue Legacy für beendet. Wir werden uns wahrscheinlich gleich zur dritten wiedersehen. Also genieß den Abspann schon wieder und bis gleich. Und da ist unsere Burg. Und ja, Stardew Legacy Plus 2. Sehr schön. 20.000 Gold wollen wir erstmal ausgeben. Und zwar für... Ich denke, wir werden jetzt noch mehr Schaden machen müssen. Also Angriffskraft. Und Crit Damage, okay. Wir sollten dann auch noch Umhang wieder abändern. Und zwar nicht auf Retaliation, sondern auf Flight. Und die Runen anpassen. Wir hätten gerne einmal Dash. Wir hätten gerne Blutsaugen. Können wir noch nicht. Okay, dich. Blutsaugen. So. Und dann gucken wir mal, wie hart das jetzt wird. Den Raum kennen wir schon. Das ist bisher nicht so wirklich hart. Und da ist gleich der stärkste von denen. Und es war echt so, wie ich dachte. Es kommen jetzt von allen einfach immer die stärksten. Wobei wir uns dafür ziemlich gut halten. Ich glaube, beim New Game Plus das erste Mal haben wir 4-5 Gegner gekillt. Sind dann gestorben. Oh. Sollte den Tag nicht von dem Abend loben, hm? Elender Doom, was?
Nee, komm, so nicht. So. Der steht einfach nicht durch, das bin zu albern. Oh. Dezent groß. Wow, 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 wow. Komm. Wow, 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 wow. Und weg hier. Und kaputt. Ja. So viel dazu, dass wir bei New Game Plus 6 Gegner umgebracht haben. Jetzt haben wir 5 geschafft.